Zukunft der Arbeit. Schon vielfach eigene Erfahrung. Markiere eigene. Schreib das klein. Mit dem Sozialleistungssystem. Vor kurzem hat Marina Siebert ihr Studium abgeschlossen. Sie ist jetzt Sozialpädagogin. Gerade schreibt sie ihre erste Bewerbung. Ein spezielles Programm erkennt Marinas Sprache. Eine mühsame Arbeit. Aber die beste Möglichkeit, denn sie kann nur wenige Finger kontrolliert bewegen. Die freie Stelle, auf die sie sich bewirbt, ist in Regensburg, dort, wo sie auch wohnt. Das wäre ideal. Marina Siebert ist auf Hilfe angewiesen. Rund um die Uhr wird sie von Assistentinnen betreut. Es sind insgesamt 4. Eine davon ist Victoria. Sie holt sie aus dem Bett, füttert sie, kocht, wäscht, putzt, eben alles, was Marina selbst nicht kann. Meine Behinderung ist entstanden, weil ich zu früh geboren bin, 2 Monate, und weil bei der Geburt einen Sauerstoffmangel gab. Und dieser Sauerstoffmangel hat halt Teile des Gehirns zerstört, die für die Motorik und die Bewegung verantwortlich sind. Aber eigentlich habe ich wenig Schmerzen, was ich ziemlich gut finde, weil viele Ärzte wundern sich, dass ich so schmerzfrei bin. Aber es ist ganz gut so, eigentlich. Victoria würde Marina auch zu ihrem neuen Job begleiten. Marina gibt es nur im Doppelpack. Das müsste ihr neuer Arbeitgeber akzeptieren. Aber wird er das? Wird sie trotz ihrer Einschränkungen einen Job finden? Auch Daniela Demir hat gerade ihr Studium beendet. Sie hat Anglistik, Romanistik und spanische Literaturwissenschaft studiert. Bücher waren schon immer ihre große Leidenschaft. Doch Daniela Demir kann Bücher nicht einfach aufschlagen und lesen. Sie ist blind. Ja, da laufe ich. Genau, das war die Drehtür. Genau, jetzt passt's. Hoppla. Nein. Gehen Sie ein Stückchen nach links? Genau, das ist da durch. Genau, jetzt okay. Passt's. Okay. An der Uni, die wissen, wenn ich studieren kann, dann, wenn ich so weit gekommen bin, dann wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Die stellen das nicht in Frage. Aber auf der Straße ist es halt sehr, sehr lustig. Es gibt Leute, die wundern sich, dass ich lesen kann, zum Beispiel, hatte ich auch schon. Die schätzen mich von überintelligent bis komplett bescheuert ein. Also da gibt es keine Verallgemeinerung. Daniela Demir will an der Universität Karriere machen. Ihre Doktorarbeit schreiben, forschen, Studenten unterrichten. Die große Frage ist nur, schafft sie das als Blinde? Bekommt sie eine Chance? Und würden die Studenten sie akzeptieren? Danielas Eltern kommen aus Aramea, einem Gebiet im Südosten der Türkei. Sie selbst ist in Augsburg geboren und aufgewachsen, lebt mit den Eltern und ihren 2 Brüdern unter einem Dach. Daniela ist die einzige in der Familie, die studiert hat. Sie wird fast blind geboren. Anfangs kann sie noch dunkel und hell unterscheiden, Farben und Umrisse erkennen. Mit 12 verliert sie durch eine Entzündung das Augenlicht ganz. Daniela beißt sich durch, macht den Realschulabschluss an einer Blindenschule und will dann aufs Gymnasium. Doch kein Augsburger Gymnasium will sie aufnehmen. In München klappt es schließlich. Jeden Tag von Augsburg nach München, alleine, vom Bahnhof Augsburg bis in Schule in München, ganz alleine mit Zug zu fahren und dann mit U-Bahn und anschließend zu Fuß, das war nicht leicht halt. Und dafür hat Daniela gekämpft und hat alles hingekriegt. Auch ihn haben als Kind mehrere Schulen abgelehnt,
Denn Oliver Semmler hat die Glasknochenkrankheit, die sogenannte Osteogenesis imperfecta. Das bedeutet, die Knochen sind vor allem im Kindesalter ungewöhnlich brüchig. Dort, wo er als Kind fast Dauerpatient war, arbeitet der 35-Jährige heute. Er ist Kinderarzt. Doch ein behinderter Arzt, der gerade mal 1,40 Meter ist, kann er das Gleiche leisten wie seine Kollegen? Und akzeptieren ihn die Patienten? Guck mal, der kleine Arzt da, oder Mami, wie sieht der denn aus? Da gibt's alles an Reaktionen. Ärgert Sie das? Nein, es ärgert mich nicht. Diese Reaktion von Kindern ist was völlig Normales und ist auch in keinster Weise wertend. Ein bisschen ärgern tut es mich, wenn die Kinder dann von den Eltern leise gezischt werden. So, pst, das sagt man doch nicht. So etwas, wo man dann schon merkt, welche Unsicherheit die Eltern haben im Umgang mit einem behinderten Arzt. Am Anfang arbeitet Oliver Semmler auf einer Kinderkrebsstation im Saarland. Dann wechselt er zur Uniklinik Köln. Hier baut er eine Ambulanz für Kinder mit Glasknochen mit auf. Weltweit ist er der einzige Arzt mit dieser Behinderung, der sie gleichzeitig auch behandelt. Ich glaube, dass es für die Patienten, die Eltern eine sehr große Rolle spielt. Und es spielt auch ein bisschen vielleicht für die jungen Kollegen von uns, die diese Erkrankung nicht so kennen, eine große Rolle, eben das zu sehen, wie der Herr Semmler hier arbeitet und dann eben das auf die Patienten auch zu projizieren, die die Erkrankung haben. Das ist wirklich kalt. Hallo. Grüß dich, Vic. Super. Oh Mann, hast du deine dicken Schuhe angezogen? Nee, wir hatten keine Ahnung, dass es so frisch ist. Ich war irgendwie auf Frühling. Marina Sieberts Eltern wohnen 140 Kilometer entfernt von Regensburg. Alle paar Wochen besucht die Mutter ihre Tochter. Marina hat ihren Eltern sehr viel zu verdanken. Sie haben sie von Anfang an nicht versteckt, sie überall hin mitgenommen und sie gefördert, wo sie nur konnten. Haben Sie die Diagnose da gleich gestellt bei der Untersuchung? Da? Ja, der hat gesagt, spastische Lähmung. Aber was das wirklich bedeutet, das habe ich ja auch nicht genau gewusst. Und dadurch, dass sich das ja eigentlich erst im Laufe der Zeit rausstellt, du warst halt ein Baby wie jedes andere, ne? Und je mehr du dich eigentlich bewegen solltest, so was die Kinder halt lernen, dann sitzen oder rumdrehen und krabbeln, und du das nicht konntest. Desto mehr hat man es gemerkt. Wurde dann der Unterschied mehr, ja. Als Kind wird Marina mehrere Male operiert. Trotzdem verschlechtert sich ihr Zustand. Geistig ist sie jedoch vielen Kindern überlegen. Im Kindergarten und auch in der Grundschule. Um auf ein integratives Gymnasium gehen zu können, muss sie von zu Hause weg. Auf ein Internat. Und dann habe ich mir schon gedacht, na, jetzt hast du ein behindertes Kind und dann gibst du dein Kind auch noch ins Internat. Da bist doch eine Rabenmutter. Also das war schon schwierig und ich habe mir dann einfach auch Hilfe gesucht. Und es war wirklich so, dass plötzlich so ein ganz großes Banner über mir erschien, Selbstständigkeit. Und ich wusste, die Marina braucht, wenn sie aufs Gymnasium geht und für ihr Leben, eine Selbstständigkeit, die sie bei mir nicht kriegt. Von daher war das für mich sofort klar, dass sie ins Internat gehen muss, um sich loszulösen von mir und von zu Hause in einen Freiraum, den sie sich erkämpfen muss. Das wird nicht einfach sein, aber es wird auf jeden Fall richtig sein. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, das ist wirklich so. Ist es etwas, was gerade... Marina will studieren. Doch der Umzug in die fremde Stadt, die riesige Hochschule, die vielen neuen Leute, für Marina keine leichte Zeit. Anfangs fühlt sie sich einsam. In die Universität muss sie immer von einer Assistentin begleitet werden. Prüfungen diktiert sie oder legt sie mündlich ab. Dennoch beendet sie das Studium mit der Note 1,6. Wenn sie sich mit einem Gebiet, mit einem Thema befasst, dann macht sie das zu 100%. Also sie ist schon sehr ehrgeizig und halbe Sachen gibt es bei ihr nicht. Das, was ich nicht kann, muss
muss ich kompensieren, also ausgleichen durch besonders gute Leistungen auf anderem Gebiet. Ich versuche quasi meine körperlichen Defizite auszugleichen damit, dass ich durch gute Leistungen oder durch gute Arbeit auf anderem Gebiet überzeuge. Nee, das ist nur auf Deutsch. Oh nee, dann G449 und dann 2 ohne 2 und dann Strich 1. Ja, da ist es gerade. Genau, das müsste dann die Spanische sein. Daniela Demir braucht dringend einige Bücher aus der Unibibliothek. Ihre Freundin Ella, die auch an der Uni arbeitet, hilft ihr dabei. Denn Studienassistenz hat Daniela keine. Mhm. 198. Also wenn ich jetzt hier bei den Standortbüchern was suche, dann finde ich das alleine nie im Leben. Also da gehen wir zwar eigentlich meistens zusammen oder mit einer anderen Kommilitonin, je nachdem, wer gerade da ist. Und wenn du mal ganz schnell ein Buch brauchst? Dann, das geht nicht. Als Daniela Demir ihr Studium beginnt, ist die Uni noch nicht auf Blinde vorbereitet. Sie hat es anfangs nicht leicht. Doch mittlerweile gibt es einen speziellen Arbeitsplatz. Hier verbringt Daniela besonders viel Zeit. Um ein Buch lesen zu können, muss sie jede Seite einzeln scannen. Willkommen bei Open Book Versionsdatei. Scan-Einstellungen. Computer und Scanner bedient sie mit einem Sprachprogramm. Dialog verlassen. Es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Es ist halt einfach stressig, wenn man irgendwie eigentlich 10 Bücher lesen müsste und man hat aber noch 20, die man einscannen muss. Das kommt schon ab und zu mal vor. Nervt dich das? Ja. Das nervt mich sogar sehr. Nachdem das Buch gescannt ist, kann sie es mit der Blindenzeile ihres Computers lesen. Um die Zeit optimal zu nutzen, arbeitet sie oft in der Straßenbahn. Das gescannte Buch hat Daniela auf ihren kleinen Spezialcomputer geladen. Aber da brauchst du dann auch schon einen Sitzplatz, ne? Ja, doch, das schon. Habe ich auch meistens. Also, das ist echt super. Wenn viel los ist, dann bieten mir schon sehr, sehr viele Leute einen Sitzplatz an. Ganz oft auch Kinder, finde ich eigentlich auch sehr schön. Dass die da schon so sensibilisiert sind. Oliver Semmler wünscht sich im Umgang mit seiner Behinderung weniger Verkrampftheit. Hallo, Olli. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja. Die Kollegen, mit denen er schon lange zusammenarbeitet, haben keine Probleme mit seinem Handicap. Doch bei neuen Kollegen ist das oft anders. Bei den ärztlichen Kollegen am Anfang merkt man schon auch eine große Unsicherheit. Ich bin, glaube ich, niemals von einem ärztlichen Kollegen gefragt worden, was ich habe oder warum ich vielleicht anders aussehe. Aber ich habe mich dann immer bemüht, von mir aus das klarzustellen, zu thematisieren, irgendwie möglichst schnell eine interne Fortbildung zum Thema zu machen und offen damit umzugehen. Dabei können die neuen Kollegen von seiner Erfahrung nur profitieren. Denn hier in die Ambulanz kommen ständig Kinder mit Glasknochen aus ganz Deutschland. Hallo Mathis. Hallo. Grüß dich. Hallo. 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 So, okay. Sag mal, meinst du, du kannst eine kleine Spielunterbrechung machen? Das wäre einmal uns ein bisschen im Nebenzimmer unterhalten. Für den 5-jährigen Mathis ist die medizinische Betreuung bis zum Ende der Pubertät sehr wichtig. Erst danach wird das Risiko eines Bruches geringer. Ganz ruhig, Doktor, sagen wir mal deine Farben zeigen. Aber ich muss mir jetzt welchen. Da musst du mal gucken. Sollen wir mal suchen gehen, wo wir Narben finden? Ich glaube, es sind diese. Okay, pass mal auf. Dann ziehen wir doch mal deine Schuhe aus. Oh ja. Ja? Und dann gucken wir doch. Was ist hier noch? Wollen wir mal da gucken gehen?
Er ist immer ein Hund hier. Ja, das sieht doch nach einer Operationsfolge aus. Mathes bekommt von Dr. Semmler regelmäßig Infusionen, die seine Knochen stabilisieren sollen. Training für die Feinmotorik. Dreirad haben wir auch. Mhm. Kann er mittlerweile auch schon ein bisschen besser. Nur ein bisschen noch. Ein bisschen, dann müssen wir auch noch üben. Ja, das müssen wir noch ganz lang üben, glaube ich nur. Bis zum Sommer müssen wir das tüchtig üben. Ja. Nein, ich denke, das ist einfach ganz wichtig. Alles, was er an Laufrad, Dreirad oder sonst wie, alles, was ihn in Bewegung setzt, Muskulatur kräftigt, ist halt das Entscheidende. Ja. Und nicht in Watte zu packen, sondern nach draußen in Bewegung zu setzen. Dass Oliver Semmler die gleiche Behinderung hat wie ihr Sohn Mathis, überraschte Kerstin Fiswick. Zeig hier deine Füße. Eigentlich tat es mir als Mutter relativ gut zu sehen, dass man halt trotz Osteogenesis imperfecta halt einen normalen Weg einschlagen kann, also ein normales Leben führen kann. Ja, stört mich nicht. Stört mich nicht. Als Oliver Semmler geboren wird, gibt es solche Therapien noch nicht. Die Glasknochenkrankheit ist kaum erforscht. Insgesamt hat Oliver mehr als 30 Brüche in seiner Kindheit. Trotzdem schonen die Eltern ihn nicht. Die Mutter sorgt dafür, dass ihr Sohn auch mit Gips immer und überall dabei ist. Er hat sicher immer mehr Kraft gebraucht, allein körperliche Kraft. Und psychisch hat er sicher viel mehr Kraft gebraucht, aber die hat er dann auch gewonnen, dadurch, dass er trotz seiner Behinderung zum Beispiel im Orchester auf der Bühne stand oder zum Beispiel beim Klassenspiel eine Rolle spielte. Das hat ihn, wie ich denke, unglaublich stark gemacht. Es haben ihm auch nie irgendwelche Menschen oder ganz selten wirklich etwas Böses angetan. Nächste Woche, sagen wir mal, da fahre ich hier in ein paar Betriebe, da sagen wir mal, was rauskommt. Marina Siebert hat Besuch von ihrer Freundin Nadine. Sie ist auch Spastikerin. Die beiden kennen sich aus dem Internat. Marina hat mehrere behinderte Freunde. Doch wirklich feste Freundschaften mit Nichtbehinderten hat sie in ihrer Studienzeit nicht schließen können. Richtig viele nichtbehinderte Freunde, die auch nach dem Studium in der Freizeit was gemacht hätten, hatte ich so eigentlich gar nicht so. Dass man sagt, Studentenklicke, die immer mal miteinander weggeht oder Leute, die mich auf irgendwelche Studentenpartys einladen. Wenn ich irgendwo dabei sein wollte, musste ich eigentlich oft den Kontakt machen und drum kämpfen. Nadine ist seit 2 Jahren auf Jobsuche. Marina hofft, dass sie schneller Erfolg hat. Will man blasen, oder? Ja, gut. Lecker. Sie sucht täglich nach freien Stellen für Sozialpädagogen. Mittlerweile hat sie sich schon mehrfach beworben. Doch viele Angebote kommen deshalb nicht in Frage, weil sie größere Mobilität erfordern. Beratungsarbeiten zum Beispiel kann ich mir ganz gut vorstellen, wo die Klienten quasi mich aufsuchen und ich sie nicht aufsuchen muss. Also wo ich eher an einem Arbeitsplatz arbeiten kann. Das geht ganz gut. Denke ich für mich. Da werde ich die nächste Bewerbung hinschicken. Vermutlich ist zwar wieder München, aber naja, kann man nichts machen. München ist vielleicht auch schön. Wenn sie tatsächlich nach München ginge, würde sich ihre Lebenssituation komplett verändern. Sie müsste neue Assistenten und eine barrierefreie Wohnung finden, die auch bezahlbar ist. Und dann auch noch die fremde Stadt und der neue Job. Aber hat sie die Wahl? Sollte sie nicht besser nehmen, was sie bekommt? Am Anfang hatte ich ganz viel Angst wegen Job finden und wegen den Zukunftschancen. Aber so an sich, was die Lebenseinstellung an sich angeht, bin ich schon positiv
Ah ja, grüß Gott, Frau Demir. Hallo, Herr Stauder. Gut, Daniela Demir ist ihrem Ziel, an der Uni zu unterrichten, ein Stück näher gekommen. Der Leiter des Instituts für Romanistik, Thomas Stauder, kennt Daniela noch aus Studienzeiten. Er hat ihr tatsächlich einen Lehrauftrag für ein Seminar gegeben. Ihren Lebensunterhalt wird sie damit nicht finanzieren können, aber sie kann erproben, ob ihr das Unterrichten liegt und wie sie bei den Studenten ankommt. In den Prüfungen, da war sie überdurchschnittlich und das war natürlich sicherlich die, für mich die prinzipielle Voraussetzung dafür, ihren Lehrauftrag dann zu erteilen. Und das hat mich schon beeindruckt damals, dass sie eben auch besser war als die meisten sehenden Studenten. In 2 Wochen beginnt das Seminar. Aufgeregt bin ich eigentlich nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie die Studenten so auf mich reagieren werden, wie sie auf mich zugehen werden. Ich denke, das wird mir sehr viel weiterhelfen, wenn ich einfach diese Erfahrung als Dozentin sammeln werde, damit ich auch mal für mich klar haben kann, ist das wirklich machbar? Ist das so der Weg, den ich auf jeden Fall einschlagen möchte in die Dozentenrichtung oder nicht? Oliver Semmler kann alle ärztlichen Aufgaben problemlos erfüllen. Bei ein paar Kleinigkeiten braucht er aber doch ein wenig Hilfe. Wenn es jetzt darum geht, einen sehr großen, schweren Patienten vom Rollstuhl auf die Untersuchungsliege zu heben, das sind so Dinge, wo ich vielleicht etwas Unterstützung brauche. Das ist sicherlich etwas, was ich nicht machen kann. Auch verteilt sich die Kinderklinik auf 4 Gebäude. Beim Nachtdienst müssen die Ärzte schnell von A nach B. Oliver Semmler ist für solche Fälle nicht einsetzbar. Er könnte zu langsam sein. Da geht die Sicherheit vor. Trotz des Handicaps hat Oliver Semmler in seinem Beruf immer wieder besondere Herausforderungen gesucht. 2009 hat er 4 Monate in Kanada geforscht. Zuvor hat er, oft unter schwierigen Bedingungen, in Südafrika und in Australien gearbeitet. Insgesamt sind die Leute viel offener auf mich zugegangen und viel neugieriger eigentlich. Ich glaube, es liegt daran, das sind sehr gemischte Kulturen, wo es einfach viel normaler ist, jemanden zu fragen, wo er herkommt, warum er eine andere Hautfarbe hat, größer, kleiner, krummer, gerader ist. Also da fand ich, dass die Leute offener mit umgegangen sind, dass ich von der Norm abweiche. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Dankeschön. Marina hat ihr erstes Vorstellungsgespräch. Zusammen mit ihrer Assistentin Rebecca macht sie sich auf den Weg zum Bezirk Oberpfalz. Dort hat sie sich auf eine halbe Stelle als Sozialpädagogin beworben. Marina, wie geht's dir denn? Jetzt geht's mir gut, jetzt werde ich langsam entspannt. Also heute Morgen war es echt schlimm, ich bin mit Bauchweh aufgewacht, habe kaum geschlafen und irgendwie schlecht geschlafen. Aber jetzt werde ich langsam entspannt, jetzt bin ich irgendwie drin und jetzt ist es besser. Der Bezirk Oberpfalz musste Marina einladen. Öffentliche Einrichtungen sind verpflichtet, Schwerstbehinderten die Möglichkeit zum Vorstellungsgespräch zu geben. Doch um den Job wirklich zu bekommen, muss Marina von sich überzeugen. Hallo. Guten Morgen. Wir müssen mit der Kamera draußen bleiben, bekommen aber eine kurze Einschätzung. Frau Siebert hat einen sehr guten Studienschwerpunkt gewählt, der entsprechend der Ausschreibung perfekt passt. Und sie hat ein sehr gutes Abschlussexamen gemacht. Mal sehen, was draus wird. Fast 1,5 Stunden hat das Vorstellungsgespräch gedauert. Mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich bin sehr entspannt jetzt und eigentlich fast glücklich, also eine bessere Ausgangssituation für ein erstes Bewerbungsgespräch kann man eigentlich nicht haben. Weil selbst wenn das jetzt
wenn das jetzt nichts werden sollte, habe ich einfach erste gute Erfahrungen gemacht, wie man so ein Gespräch auflockern und aufbauen kann. Und bin hiermit gut vorbereitet auf alles, was noch kommt. Aber natürlich hoffe ich, dass trotzdem, dass es gleich was wird, weil das würde mich noch glücklicher machen. Marina will unbedingt arbeiten, auch wenn ihr eine Anstellung keinen finanziellen Gewinn brächte. Das verdiente Geld fließt nämlich direkt in die Bezahlung der Assistenz. In nur wenigen Minuten beginnt Danielas Seminar. Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich erstmal zum Seminar Federico García Lorcas Dramas de Mujeres. Ich habe jetzt unsere Skripten. Es ist ein kleiner Kurs, gerade richtig für den Anfang. Und Lorca hat das kritisiert. Er hat gesagt, ein Schriftsteller soll keiner Partei angehören. Er hat immer gesagt, yo soy hermano de todos, Bruder von allen, die unterdrückt sind. Das würde dann reichen, mehr Sekundärliteratur brauchen. Das Einzige, woran sich die Studenten noch gewöhnen müssen, Daniela kann nicht sehen, wenn sich die Studenten melden. Ersatzweise sollen sie klopfen oder einfach drauf losreden. Sie hat eine schöne, klare Stimme. Sie macht das auch ganz frei. Ich meine, manche Dozenten, die lesen wirklich nur ihr Skript ab. Ich war zuerst erstaunt und bin jetzt aber total gespannt. Und ich glaube, es ist richtig, ich glaube, es wird intensiver als in anderen Seminaren, weil man viel mehr aufpasst und dabei ist. Also kommt es mir jetzt vor. Ich hatte einen ganz guten Eindruck, denke ich. Also von der Struktur her hatte ich einen ganz guten Eindruck vom Aufbau her. Das Referat war sowieso gut, das erste. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Studenten mich fragen können, wenn sie was nicht verstehen. Und das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig, dass da eine gute Kommunikation da ist. Und ich hab das Gefühl, dass es eine ganz gute Atmosphäre ist im Kurs, weil er auch sehr klein ist. Oliver Semmler arbeitet oft auch nach Dienstschluss weiter. Sein Ziel, er will die Glasknochenkrankheit weiter erforschen. Für die Forschung bei einer Erkrankung wie den Glasknochen ist es einfach wichtig, dass Ärzte sich dafür begeistern. Das ist etwas, wo man sich ja wirklich für interessieren muss, dranbleiben muss. Und dafür gibt es eben weltweit nur einige wenige Ärzte, die da wirklich aktiv dran forschen. Und Oliver Semmler ist einer von ihnen. Über 6 Wochen sind vergangen. Vom Bezirk Oberpfalz hat Marina Siebert immer noch nichts gehört. Auf andere Bewerbungen hat sie Absagen bekommen. Man kann nicht gleich immer die Riesenschritte erwarten, das habe ich auch gelernt. Man kann Karriere nicht auf einmal machen, sondern es geht immer in kleinen Schritten. Immer einen kleinen Schritt vorwärts und irgendwann ist man auch am Ziel. Danielas nächstes Ziel ist der Doktortitel. Danach wünscht sie sich eine feste Stelle irgendwo an einer deutschen Universität. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann weiß ich schon, dass es sehr schwierig werden kann. Stellen fallen nicht vom Himmel. Und das weiß ich alles schon, da bin ich sehr realistisch. Aber ich glaube daran, dass es irgendwie klappen wird, weil ich ein Mensch bin, der sehr positiv denkt. Und ich denke einfach, dass wenn man nicht an sich glaubt bis zu einem gewissen Grad und nicht positiv denkt, dann braucht man einfach nicht weiterzumachen.